Ja, ihr Lieben, das ist mittlerweile der 30. LKW oder so. Ich habe eben schon zu Marco gesagt, der fährt hinter mir. Wir brauchen hier für 50 Kilometer Landstraße länger als die ganze Zeit auf der Autobahn. Es ist wirklich Wahnsinn, kommt ihr nicht vorbei. Und ja, was soll's? Jetzt alles nichts. Schönen Bagger hat er drauf. Wir sind auf dem Weg zum Wasser. Heute mal etwas weiter. Und ja. Wohin es geht, erfahrt auf jeden Fall später. Und jetzt werden wir mal zusehen, dass wir den LKW hier überholt kriegen. Unglaublich, machst du eine schöne Banner. Man sieht es vielleicht ein bisschen mit Like-Ausschlag. Nichtsdestotrotz. Geil, 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 geil. Was für ein erfolgreiches Jahr bis jetzt. Geiles Tier, absolut Kampf. Eben eingestiegen, zur Grundroute. Ja, man hat mit einem Rechner schon gewonnen. Sehr cool. 16 Meter? Preisfrage. Auf was hat er gebissen? Ja. 55 Zentimeter. Meine erste Bar wird gebissen nach weniger als einem. Ja, moin Leute, zurück vom Wasser, Zeit wird's, wie ich immer sage. Eigentlich sage ich das nie und Marco sagt das auch nie, aber wir sind heute mal unterwegs gewesen, wie ihr schon gesehen habt. Marco ist schon da, aber irgendwie ist das hier mit dem Licht nicht optimal. Was sagen wir, Marco? Mal rüber, aber ja. Hier ist ein bisschen besser, ja. Wir haben eine Reise angetreten, haben wir gerne gemacht und sind heute mal in den hohen Norden gefahren, in die Nähe von Wismar. Kollege schubt seinen Kollegen gerade ins Wasser. David, komm mal her. Morgen, Leute. Ja, zurück vom Wasser. Und Zeit für's aber auch. Ja, wie da sind sie beide. Eigentlich sind wir zusammen. Und von daher müsst ihr nicht hier weglaufen. Ne? Ja, Leute, mich freut's mega, dass endlich mal das geklappt hat. Mich geil, auf jeden Fall. Geil, geil, geil. Die Jungs haben sich 300 Kilometer auf den Weg gemacht. Zu mir, vor die Haustür. An den kleinen Vereinsteich, wo ich meistens regelmäßig angel. Und auch eigentlich relativ gut fangen und von daher wollen wir gucken, was da passiert. Wir sind ein bisschen beim Zeitplan, ein bisschen knapp dran und ja, das war gar nichts. Basti ist auch mit bei, mit dem kennt ihr von mir aus den vergangenen Videos, falls ihr meine Videos verfolgt, und der versucht da gerade ein paar Köderfische zu angeln, weil Marco ist ja Leidenfischer, leidenschaftlicher Raubfischangler und Robert ist nun mal der Friedfischangler. Ergänzt sich beides in meinen Augen mega geil, verfügt sich in meinen Augen auch sehr gut, weil ich mag beides sehr gerne, wie ihr wisst. Ich bin ja mehr so der Raubfisch- und Friedfischangler. Und von daher wollen wir gucken, wie sie das verhält. Und ob der kleine Mann da ein paar Köderfische verdient, brauchst gar nicht so doof zu gucken. Rausbekommt, werden wir sehen. Leute, dranbleiben. So macht man das. Genau, so macht man das. Hier ist der junge Mann, der die Köderfische fängt. Basti, du stehst vorm Busch, aber man sieht dich. Wie immer. Ja, das ist Basti. So, jetzt zeige ich euch den Marco mal wieder. So. Ja, also, das war der David. Mehr muss man da jetzt nicht zu sagen. Schubino Allround Angeln heißt der Kanal. Blenden wir euch kurz mal unten ein. Ich denke, der ein oder andere wird ihn schon kennen. Ansonsten kennt er ihn jetzt. Und ja, wir sind ziemlich zeitig aufgestanden heute, ne? Wir sind ziemlich zeitig aufgestanden. Wir haben uns um 6 heute früh an der Tankstelle getroffen. Da noch schnell Kaffee gezogen, Kippe, da ging es los. Ne? Kaffee, ne? Und dann Kippe und dann, ihr wisst, was das andere ist. Aber ja, so viel Zeit muss natürlich auch sein. Der Highway war auf jeden Fall frei. Wir sind jetzt da, wir sind noch leicht überfordert, weil auch wir haben jetzt endlich mal das Bonbon schlucken können. Wir können mit 3 Ruten angeln, mit 3 Kopfruten. Robert weiß gar nicht so genau, wo er jetzt anfangen sollte. Ich weiß es nicht genau, weil das ist einfach mal ein Luxus, den wir bei uns in Sachsen-Anhalt nicht haben. Aber natürlich umso besser, wenn wir den jetzt hier haben. Und hoffentlich können wir den für euch gut ergänzen, dass wir für euch mehr fangen. Hoffen wir mal. So die Legende, kann er dann bloß besser laufen, eigentlich. Ja. Und wenn nicht, dann liegt es dann entweder an uns oder am... Am Guide. Am Guide. Nein. Nicht am Guide, aber wie morgen... Ich sage ja immer, was man mit 2 Routen nicht fängt, fängt man mit 3 auch nicht. Ist auch immer so eine Theorie. Aber es ist geil, dass wir die Möglichkeit mal haben. Wir werden das ausnutzen. Marco, Räuber, ja, Räuber und ich auf Karpfen zusammen mit David und ein bisschen fiedern. Basti wird auch noch fiedern, denke ich mal, ne? Mal gucken, ne? Mal gucken und dann, ja, werden wir mal sehen. Deine Stipprute macht gerade einen Abgang. Ist nicht schlimm, die war günstig. Nein, Spaß, ihr habt sie auf der Fahrt gesehen. Das war echt auch ein bisschen mühsam, weil gerade Landstraße ist... LKW, Trecker etc. Aber
Ist nun mal so. Wir sind angekommen. Leute, das sind 300 Kilometer, das darf man nicht vergessen. Ne? 300 Kilometer, dass die beiden Bock hatten, mich zu besuchen. Von daher, das ist mal hoch angerechnet. Mich freut es, wie gesagt, mega gern. Ich weiß ja mal viel. Mega, tut mir leid. Das ist schon mal mein Lieblingswort. Aber mich freut das wirklich sehr, sehr gern. Und von daher, Leute, erstmal dranbleiben. Jetzt bringen wir den scheiß Ruten raus hier. Richtig. Feuer genug frei. Gesammelt. Jetzt wird geangelt. Kartoffelbrei. Ja, es war gerade ein bisschen Tohuwabohu an der Stelle. Viele Leute, aber schnell Ruten raus, damit wir eben Ruhe an Angelplatz kriegen. Ja, wir hatten es ja schon gesagt. Ich werde auf alle Fälle zwei Ruten auf Karpfen rausbringen. Mit der einen Fiedern. Mit der dritten, hatte Marco ja gesagt, wir haben ja glücklicherweise die Möglichkeit, mit drei Ruten zu angeln. Wird euch seine Köderfischmontage auch nochmal zeigen. Und ja, ich habe hier meine Karpfenrute. 12 Fuß lang, 3,5 Lips mit einer 14.000er Rolle. Da habe ich ein Geflecht drauf. Da mal Shimano Ultegra, der Kenner kennt sie. Und das sind Fox Horizon Route, Generation 4. Ja, da habe ich... sind keine Bisse. Bisschen Schlagschnur vorschalten, Haupt- und Mono in dem Fall. Ach Mensch, Marco. Ja, dennoch ein bisschen Tube draufgezogen. Ne? Das macht sich mit der Mono mal ganz gut, weil auf dem Geflecht ein Tube draufziehen ist nicht so einfach. Bisschen Hitze geht das, aber hier ist das bedeutend besser. Ja, das sind so ungefähr, ich sag mal 60, 70 Zentimeter. Scheiden sich die Geister. Manche nehmen 50, manche nehmen einen Meter. Lassen wir das mal so stehen. Dann habe ich hier am Safety Clip 113 Gramm Blei dran und ein D-Rig habe ich mir gebunden. Mit einem Benoffi Body, 20 mm. Haken ist schön frei. Ist ein 4er oder 6er Haken. Eins von beiden. Tja, das ist die Montage. Die fahren wir jetzt mit dem Boot raus. Auch mal was Neues. Also für mich absolute Premiere, aber umso geiler. Hier kann man das. Bei uns ist ja immer mit den Gewässern schwierig, da mit dem Boot drauf. Aber wir machen das jetzt. Noch zwei Hände Boilies hinterher. Und dann liegt Route Nummer 1 am Wasser. Ja. Bei der Bootsfahrt würde ich sagen, nehme ich euch einfach mal mit. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that... Ja, jetzt geht's Schlag auf Schlag. Ja, mit David, Route Nummer 1 haben wir rausgebracht. Der junge Mann ist nervös. Route Nummer 2, auch Leadcore. Shotrig. Ja, unten. 113 Gramm Blei und dann haben wir hier in dem Fall ein bisschen was Süßes, ein 15 mm Poppy, ein bisschen Kaugummi, Schokolade und so weiter. Ja, den bringen wir jetzt auch raus und dann steht das Ganze so über dem Boden. Ja, mit der Entfernung hier, das war so. Ja, die Montage liegt dann flach auf dem Grund. Kennt ihr ja auch schon, auch nichts Neues. Ja, das bringen wir jetzt auch noch raus. Im Boot. Und dann liegen zumindest mal die beiden Routen. So Leute, bis auf Köderfisch. Ruhe vor dem Sturm. Oh, der Puls auf 5000. Ich habe jetzt schon gedacht, du wolltest... Weißt du wie? Was denn? Alles gut, Kamera läuft. Achso, ach so. Jetzt zieht rum. Ja. Sind wir auch beide meiner Route, oder? Mhm. Jo, sehr schön. Yes! Oh, der ist gut. Der ist gut, der Fisch. Scheiße, der ist richtig groß.
So, jetzt haben wir einen Fisch. Marco kennt er ja. So, Marco, Stage is yours. The Stage is yours. So, die Wirbeltechnik machen wir heute mal nicht. Naja, fast. So, schöner 60er. Jetzt gebissen auf einer feuerzeuggroßen Köderfischmontage. Die zeige ich euch gleich noch mit Pose. Etwa 1,50 Meter. Ja, kommt hin, 1,50 Meter Wassertiefe. Ich war gerade mal kurz spazieren gewesen. Dann der nette Kollege von, wie ist er, David? Genau, aka Schubino. Hat man dann die Rute wieder übergeben, wobei ich dir eigentlich auch gelassen hätte, weil du hast deine Hand gehabt. Aber gut, hat er schön gemacht. Wir haben schön gefangen. Den haben wir uns schmecken lassen, wa? Petri. Das mag ich auch nicht. Ja, mal vertrauen. Ne? Ja, der Knoten ist geplatzt, wie man so schön sagt beim Angeln. Also, wie wir anfangs schon erwähnten, wir dürfen ja hier alle mit drei Ruten angeln. In diesem Bundesland ist das möglich. Wir sind 4 Leute, das heißt 12 Ruten haben wir im Wasser. Aktuell, naja, sag mal gut, Marco fiedert gerade noch ein bisschen, aber er wird dann auch wieder auf Köfi umschwingen. Also sag ich mal, Marco dreimal Köfi. Basti einmal Köfi, sind 4-mal Köfi. 8 Karpfruten? Ne, 7 Karpfruten und ich fiedere dann nebenbei noch ein bisschen. Mit meiner Matted-Fiederroute. Ein 45 Gramm Futterkorb, kurzes Vorfach und am Schräubchen mit dem 8 mm Dumbbell. Ich jetzt hier die Tuna, die Pinken, ihr kennt sie. Erfolgsgarant der letzten Zeit am Fluss. Außer einmal, da wollten sie Pineapple, war auch komisch. Ja, da habe ich noch ein bisschen aufgepimpt hier mit Meister Gu. Ja, wer vom Teufel spricht, ne? Auferstanden. Ja, jetzt gucken wir mal, wie es läuft. Ach, Gott sei Dank, mega happy. Und ja, der Marco wird euch dann sicherlich mal noch seine Erfolgsmontage zeigen. Ne? Geil. Also, dranbleiben, Fisch fangen und David ist auch zurück. So, Freunde, liebe Grüße aus dem Norden. Jetzt wollte ich euch nochmal meine Montage zeigen, mit der ich den Hecht vorhin gefahren habe. Also, ist wieder eine ganz einfache Sache wie letztes Jahr. An dem Tag, wo wir den Aal auch gefangen hatten, der fleißige Zuschauer wird es vielleicht noch kennen, ist eine ganz normale Posenmontage. Ganz einfach erklärt, hier habt ihr euren Stopper, hier habt ihr eure Durchlaufpose, ist jetzt in dem Fall noch eine Knicklichpose, aber ist mir komplett egal und interessiert den Fisch schon gar nicht. Ich habe die jetzt einfach bloß aus Faulheit dran gemacht, weil ich sowieso weiß, ich mache danach auch Knicklich dran. Hey, moin! Also das interessiert den Fisch gar nicht, was da für eine Pose drauf ist. Hauptsache, ihr habt die vernünftig ausgebleit. Ich glaube, so, ich sag mal, 2/3 dessen könnt ihr mit Blei füllen. Der Rest kann dann der Köderfisch sein, dann seid ihr voll auf der sicheren Seite. Also ich spreche jetzt hier von 14 Gramm, was die Pose wiegt. Und ich habe bummelig, doch, nee, ganz genau 8 Gramm sogar ausgebleit. Also 2/3 ausgebleit, der Rest macht der Köderfisch selber. Dann habe ich hier mein Durchlaufblei geschützt mit einem kleinen Stopper für den Knoten. Einen massiveren Wirbel. Auch da ist es nicht so wichtig, wie zart ihr seid. Wenn es beißt auf Köderfisch, dann habt ihr lieber was, wo ihr vernünftig anschlagen könnt. Und dann müsst ihr nicht auf euer Material so achten. Also da auch lieber beherzt mehr nehmen, als wenn es dann abreißt und der Fisch vielleicht noch verendet, weil er die Montage im Mund hat. Ne? Hier auch, der fleißige Zuschauer wird sie noch kennen, meine Vorfächer, die ich selber mit Klemmhülsenzange mache, bis jetzt immer bewährt. Ich hatte jetzt vorhin wieder gesehen bei dem Hecht, es war ein bisschen rau die Stelle gewesen am Haken selber. Wenn das so ist, abschneiden, neu machen, 2 Klemmhülsen dran, einen halben Meter
von dieser monophilen Schnur, das ist jetzt in dem Fall eine 70er und fertig ist die Sache. Das ist eine Sache von einer Minute, ihr habt ein neues Vorfach. Auch ganz einfach. Hier ist übrigens noch der Köderfisch, welcher gedient hat für diesen 60er Hecht. 60er? 60er, genau. So, die Enzyme haben nichts gebracht. Der sieht jetzt langsam auch mittlerweile sehr langweilig aus. Also kann man auch mal den Köderfisch, wenn man gute Angler dabei hat, wechseln, weil der gute Basti, der hier ganz fleißig Köderfische geangelt hat, der hat dafür gesorgt, dass wir jetzt noch gut versorgt sind, was das Thema angeht. Die Friedfischruten lassen noch ein bisschen, ich möchte nicht vorgreifen, darf ich erzählen, Robert, wenn ja, ich einmal dabei bin? Ja. Die Friedfischruten, die sind noch ein bisschen am Schweigen, aber wir haben jetzt aber auf jeden Fall Aktion oberhalb der Oberfläche und auch unterhalb, also man sieht auch die Fische gründen. Also es verheißt Gutes und ja. Jetzt dementsprechend kommt natürlich der Räuber auch nochmal in Fahrt. Wir sind auf jeden Fall heiß, haben Bock. Gegessen habe ich jetzt auch schon. Die anderen Männer werden sich natürlich auch nochmal was gönnen. So soll es sein. Und dann gucken wir mal. Oh, eine Mücke. Guck mal. Live-Stich. Kein Live-Biss, sondern Live-Stich. Zack, haben wir das auch geklärt. Hoffen wir natürlich, wie gesagt, wie ich schon sagte, dass die Nacht und der Morgen dann noch ein bisschen was bringt. Ihr seid dabei, wir sind dabei. Schön ist es hier zu sein. Bis jetzt ging es ja schon mal gut los, aber jetzt kommen die Friedfische auch mal in Fahrt. Ja, ihr Lieben, es ist rahmenfinster Nacht geworden. Ein schönes Feuerchen haben wir uns gemacht. Das nehmen wir dann natürlich mit, beziehungsweise bereinigen die Stelle. Das ist ganz klar. Wie ihr seht, ich habe meine Gummistiefel mal ausgezogen, damit die Socken ein bisschen trocknen können. Schubi, da ist die Kiste alle. Ja, so. Marco ist auch wieder da, wie ihr hört. Ja, also bisher ging nicht mehr wirklich viel. Die Karpfenruten schweigen. Marco, sein Hecht habt ihr gesehen. Köderfisch ging bisher auch nicht mehr, sage ich mal. Ja, jetzt sitzen wir hier schön am Feuer in trauter Runde. Haben alles schön gegessen. Ich werde gleich mal noch was essen. Ich habe noch ein bisschen Hunger. Marco hat eigentlich gegessen, aber hat aber auch noch ein bisschen Hunger. Geht noch eine Suppe. Geht noch eine Suppe, sagt er. Basti hat gegessen, wir hatten richtig hier 3 Sterne essen und David ist satt. Ja, und jetzt hoffen wir natürlich, dass hier was geht. Weil ihr wisst ja, wenn nichts geht, dann gehen wir. Nein, Spaß in diesem Fall natürlich nicht. Wir werden morgen früh auch noch mal ein bisschen rumspielen. Mal gucken, wie es wird. Ja, und jetzt genießen wir das Feuer. Bisschen Musik hören. Und wenn es Fisch gibt, dann seht ihr das. Also, wie David immer sagt, dranbleiben, Leute. Da, wo die Kamera läuft. Robert live im Drill. Wir wollten uns gerade verabschieden ins Bett, aber daraus wurde nichts. Die anderen sind schon nicht drin, aber die kriegen Kopfschild, können auch mal steigen. So, nochmal ein bisschen von nahen hier, ihr Lieben. Schön, dass ihr noch dran geblieben seid, zur später Stunde. So, die anderen pennen, wir fangen Fische. Schubi, danke, auf deinen Nacken. Richtig. Ja. Wir wollten gerade schlafen gehen, da lief die Route ab, kurz auf halbes, dann Attacke. Jo, 10 Kilo Karpfen, messen tun wir jetzt nicht, 10 Kilo. Ist schon wieder ein bisschen Aua gemacht, aber geht noch. Ich versuche mal euch ihn zu zeigen. 10 Kilo nicht so einfach, richtiger fetter Schuppi. Wir versuchen es mal. So, wird schöner. Opa. So, da ist er. Sieht man ihn? Einmal frei. 10 Kilo. Petri. So, Schubi. Danke für den. Danke für den Hecht. Schubi, war ein geiler Tag bis jetzt. Und schlaf, geile Nacht. Und schlaf schön weiter. Der herrlichste Bett. Petri. Geil. Ja, ihr Lieben, guten Morgen. Es hat geklappt. Einen habt ihr ja schon gesehen.
Beste kommt zum Schluss, der liebe David. Was hast du gesagt, 4:30? Um 5 wurde auch geweckt von einem schönen Spiegler. David sagt, handelsübliche Größe, echt schöner Fisch. Spiegler haben wir bei uns nicht so oft, aber Petri dazu, mein Lieber. Dankeschön. So, und der andere noch. Oh, Papa. So. Ja, der ist ein bisschen handlicher. So, der andere kennt er ja schon. Aus der Nacht, so mal am Hellen. 20 Pfund, 10 Kilo, schöner Schuppi. Ordentlich Power, dürfen wir das Paddel hinten an. Geil. Mega Fische, Marco sein Hecht dazu. Was will man mehr? Gelungener Ausflug. Ja, die lassen wir jetzt wieder schwimmen. Freiheit zurück. Petri, geil. David, komm. Gekrönter Abschluss bei mir hier geworden. Ich hatte schon Angst. So, ihr Lieben, richtet euch mal aus, ihr Lieben. Das sage ich gerne. Marco sagt immer, meine Freunde. Haben wir mal was? Bugs Bunny. So, am frühen Morgen noch eine kleine Schleie mit der Futterkorbmontage und meinen allzeit bewährten Dampel. Hab das Ding jetzt mal bis zur Mitte rausgetroschen, einfach auf dumm Dunst sozusagen, weil ich jetzt die Köderfischrute eine von den anderen beiden am Ufer anbieten wollte. Und dann kam die kleine Süße. Weiß ich nicht, 35 wird sie haben? Nee, mehr. Mehr? Okay, Rohr sagt, nee, mehr. Okay, das können wir gerne nochmal prüfen. Aber ja, nochmal schöner. Vielleicht Abschlussfisch, vielleicht auch nicht. Wir messen nochmal. 45. Gut, 10 cm verschätzt. 45. Schön, meine Größe für dieses Jahr. Petri. Achso, und Grüße an Schubi, ne? So viel Zeit muss natürlich auch sein. Und an Basti. Und an Robert, der gerade im Background steht und für Hollywood dreht. What's the man? Mein Bester, da sind wir. Gott, die Sprache ist echt ansteckend. Zeit ist auch hinfahren, ne? Sag mal was, fandst du es? War das jetzt eine Einleitung oder ja. Was? Achso, dann machst du nochmal. Ich dachte, das war jetzt bloß. So, na mein Bester? Ne? Schön war's, ne? Ja, absolut. Die Sprache ist echt ansteckend. Wird Zeit, dass wir heimfahren und das machen wir jetzt. Das machen wir definitiv. Hoffen wir mal, dass der Highway frei ist. Alles in allem. David, Basti, hier nochmal in der Richtung. Schönen Dank fürs Einladen, war echt schön. Basti, ganz kurz, danke für die Köderfische. David, schönen Dank für die Stelle, dass du uns freigehalten hast. Fisch war da, Fisch hat es auch gebracht. Wetter war auch in Ordnung. Ja, viel mehr bleibt nicht zu sagen. Wir werden es auf jeden Fall wiedersehen. Ja, definitiv. Und ja, wie Marco schon sagt, auf jeden Fall vielen lieben Dank für die Einladung, für die Stelle, für den Fisch, für den schönen Abend. War rundum gelungenes Gesamtpaket. Hat man ja schon ausgewertet. Also wir sind mega zufrieden. Wir fahren beide mit Fisch nach Hause. Und auch diesmal wirklich. Marco hat sich den Hecht gleich am Wasser ausgenommen und den nehmen wir mit nach Hause. Den lassen wir uns schmecken. Und mehr Fisch habt ihr gesehen. Ich denke mal, wo wir angeln waren, wer Schubino Around Angeln Kanal kennt, blenden wir euch hier nochmal ein. Bei dem lieben, netten Mann waren wir heute beim David und gestern Basti als Begleitung. Ja, und mehr brauchen wir eigentlich nicht sagen. Wir fahren jetzt nach Hause. Genau. Schönen Dank auch nochmal an Mike, dass du auch nochmal da warst. Grüße gehen hier an der Stelle nochmal raus. Mike, richtig. Und auch an den Unbekannten, der gerade da war. Vielleicht siehst du das Video. Hier gehen auch nochmal Grüße raus. War auch ein Kollege von David, Name wussten wir jetzt nicht. Aber nee, und Heinz. Heinz. Grüße. So haben wir alle? Ja. Ich denke schon, ja. Gut. Dich so vergessen, der uns dann böse ist. Nee, das sollte passen. Ja, ja. Ja, dann bedanken wir uns fürs Zuschauen. Und wie immer, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, wenn ihr möchtet und das noch nicht getan habt. Wir machen uns jetzt auf den Weg und getreu unserem Motto. Bis zum nächsten Biss. Tschüss.